Hallo, ich möchte euch die Brüko Pineapple Longneck vorstellen. Es ist ein Sondermodell aus Schwarznuss mit Eschenhals, Schwarznussbrücke, Schwarznussgriffbrett, gewinkelten Mechaniken und ich habe mir von Herrn Pfeiffer noch ein 100-Nehmer einbauen lassen und ich spiele sie einfach mal an. Sind noch die Werkseiten drauf, Fluorcarbon von Pyramid und so klingt sie ein bisschen mit Strumming und gezupft. Zum besseren Vergleich habe ich noch eine zweite Longneck Pineapple von Brüko und zwar die ist aus Riegelahorn mit Palisanderbrücke, Palisandergriffbrett, auch gewinkelten Mechaniken ohne Tonabnehmer. Dafür habe ich einen schönen Gurtknopf aus Holz und es sind auch die Werkseiten drauf von Pyramid und dieses Instrument klingt so. Riegelahorn mit Palisander. Ich hoffe, dieses kleine Video war hilfreich, um den Unterschied der beiden Holzarten rauszuhören und wie halt eine Brüko Longneck Pineapple klingt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn nicht, einfach weiterklicken. Danke!